Das mache ich mal. Da kann ich das hier ein bisschen begradigen in der Zeit, wie da die Kohle abbaut. Und das machen wir aber mit dieser Energiezelle. So. Schade, dass man die nicht einfach so tauschen kann. Und dann sammle ich jetzt noch ein bisschen Stein, den wir dann gleich nochmal klein häckseln können irgendwo. Jetzt habe ich gedacht, da kommt was, aber da hinten sehe ich irgendwas. Ach, das sind Pilze. Das sind diese leuchtenden Pilze, die brauchen wir später erst. So. Dann können wir die Kohle auch noch gleich mit abbauen. Und dann sind wir auf Kohletour. Also, dann beginnt unsere Kohletour so langsam oder kommt so langsam in Fahrt. Vor allen Dingen in Fahrt kommt. Ich baue hier den Scheißstein ab. Ihr langweilt euch zu Tode, aber die Kohletour kommt auf jeden Fall in Fahrt. Nimm's einfach so hin. Ich muss es auch so hinnehmen. Da haben wir auf jeden Fall Limestone, den ich dann auf jeden Fall mitnehmen werde. Wie gesagt, wir brauchen auf erstmal mindestens 10 Stück von den Dingern. Und wenn wir zu Hause sind, also wenn wir zurück zu Hause sind, können wir dann vielleicht auch nochmal das restliche Obsidian einschmelzen. Damit wir... Ach, jetzt habe ich hier wieder so ein scheiß Fossil dabei, was kein Schwein braucht. Naja. Dann können wir nämlich mit den Obsidian vielleicht schon mal die größere Energiezelle machen. Und was können wir damit noch machen? Erstmal können wir hier ausfackeln. Ja, Fackeln können wir auf jeden Fall auch machen. Lampen wollten wir damit, glaube ich, auch machen, ne? Hier ist Ende, echt jetzt? Och nö, nicht Ende. Nicht Höhle Ende, bitte nicht. Wie sieht es denn hier Ende aus? Ende. Ende. Ach Mann. Die sind alle fertig? Ach, das geht so schön schnell, ne? Es hätte mir eigentlich bei der Länge, wie lange die das letzte Mal gebraucht haben, bei dem Obsidian, das wir da massenhaft aus dem Berg rausgezogen haben, hätte es mir vielleicht allein an der Länge schon auffallen sollen, dass das keine Kohle sein kann. Gut, ich hatte ja, glaube ich, gedacht, das würde am Licht liegen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dazu gesagt, warum das so lange dauert. Was habe ich denn da vermutet? Ich glaube, das Licht war das, ne? So. Den nehmen wir auch mal mit. Den auch und den auch. Und das war's dann hier mit Kohle, scheinbar. So. Nicht ein Monster hier drin, ne? Ist ein bisschen lame, oder? So, jetzt nehmen wir mal den Limestone hier auf jeden Fall mit. Da haben wir Limestone. Da drunter haben wir Limestone. Und ich habe... Oh, Limestone Wall habe ich als Rezept bekommen. Juhu. Keine Ahnung, was das sein soll. Sieht aber auf jeden Fall elegant aus. Ist relativ weiß. Relativ hell gehalten. Ich weiß auch gerade gar nicht, was Limestone sein soll. Kalkstein vielleicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was dieser Limestone ist. Wenn ihr es wissen solltet. Oh, das hält hier wenigstens erstmal ein bisschen. Aber wir brauchen natürlich noch viel, viel mehr Limestone. Und hier, das sehe ich auf jeden Fall auch viel, viel mehr Limestone. Was haben wir denn hier? Stone. Bäh. Scheiß auf den Stein. Ich brauche Limestone. Ich brauche Bedrock und Limestone. Ach, jetzt erkennt man es auch mal. Okay. Dann bauen wir uns hier mal so ein bisschen durch. Hier ist verdammt viel Limestone, wie mir auffällt. Bedrock? Ach, das ist Bedrock. Ich dachte, das wäre Limestone. Oder sieht sich das gerade so ähnlich? Aber dann haben wir Bedrock und Limestone. Dann können wir vielleicht gleich die ganz große Energiezelle machen und können den Scheiß hier abbauen. Und dann gucken, ob wir danach nochmal eine lernen können, für die wir noch irgendwas viel, viel Größeres brauchen. Wäre ja möglich. Was ist das denn? Stone, okay. Durch die Dunkelheit gerade nicht so erkannt, wie es sollte. Komm, hier bauen wir auch noch ab. Stein brauchen wir ja sowieso. Das hier ist... Bedrock, genau. Bedrock, Bedrock. Hier ist alles Bedrock. Den nehmen wir trotzdem mal mit, auch wenn wir jetzt so viel davon haben. Wir brauchen so oder so auf Dauer Bedrock. Einiges an Bedrock. Und da haben wir noch mehr von diesen Mushrooms. Ich möchte die mal mitnehmen, diese Glow Mushroom oder wie die heißen. Ah, jetzt weiß ich gerade auch gar nicht, wie lange die Aufnahme schon geht. Weil ich möchte heute nur eine Kurzaufnahme machen. So 2, 3 Folgen wieder, wie das letzte Mal. Da ich halt arbeitsbedingt nicht unbedingt Zeit habe. Ich mache das jetzt auch nur mal ganz spontan, damit ich vielleicht heute noch... Schaffe ich das heute noch? Nee. Dann müsste ich jetzt schon Schluss machen, die Folge schnell durchrendern, das hochladen. Nee, würde ich dann auf jeden Fall nicht pünktlich schaffen. Also morgen wird dann diese Folge... Warte mal, wir müssen schon in der zweiten Folge sein. Dann werden morgen die Folgen kommen. Also die erste wieder nach dieser kleinen Pause, die wir jetzt nach der Umfrage hatten. Morgen ist, was haben wir denn morgen? Morgen ist Samstag. Samstag der 18. Was ist denn das hier für ein komischer Stein? Magnetit. Ne, Magnetit brauchten wir doch auch auf jeden Fall. Ich erinnere mich, wir brauchten Magnetit. Wir haben auch nochmal Magnetit und das war es scheinbar. Jawohl, das war's.
Jetzt will ich mal eben gucken. Gleich wieder bewaffnen. So, wir haben 35 Bedrock. 29 Limestone, da finden wir bestimmt noch ein paar Stones. Naja gut, hier haben wir ein Stack voll. Okay, das ist ein bisschen mehr als ein paar. Und zwei Magnetite. Die Magnetite. So, Limestone. Da haben wir jetzt eine gerade Zahl. Das ist immerhin schon mal was. Nein. So, und... Verdammt. Ich komme hier nicht raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Verdammt. Scheiße, was mache ich denn hier? So, jetzt sind wir wieder draußen. Haben wir hier nicht irgendwo noch Kohle? Da. Da haben wir Kohle abgebaut. Da haben wir Kohle abgebaut. Da haben wir nochmal 6 Stück. Ist irgendwas dahinter? Erde. Nee, Sandstone ist dahinter. Haben wir Sandstone überhaupt schon mal gehabt? Gucke ich gerade mal. Den baue ich jetzt mal ab. Vielleicht lernen wir ja neue Rezepte. Nee, den müssen wir schon mal irgendwann gehabt haben. So, dann ist diese Höhle hier wohl am Ende. Halt, da oben geht's noch weiter. Aber vorher werde ich das Ding hier aufbauen. Und den Prozessor werde ich auch irgendwo mal hinstellen. Der Prozessor, den haben wir hier, den setzen wir auch gleich hier auf diese Taste. Dann können wir die nämlich immer gleich hinstellen. So, wir brauchen weitere Extractors. Dafür machen wir jetzt erstmal den da. Ach, können wir mal gleich 2 rein. So, 2 rein, lassen wir davon mal durchlaufen. Ich hätte vielleicht noch einen zweiten Prozessor bauen sollen. Ja. Hätte ich einen zweiten bauen sollen. Und den hier können wir... Dafür brauchen wir dann das Obsidian, genau. Was brauchen wir hierfür? Stone Slabs. Dann können wir auf jeden Fall noch 2... Nee, ach, die Red Flowers haben wir gar nicht dabei. Also wenn der den Geist aufgibt, haben wir, glaube ich, ein Problem. Wie sieht's mit dem aus? Dafür brauchen wir ein bisschen Gras noch. Das bisschen Gras und Weins. Naja, sollte man relativ schnell bekommen. Gucken wir dann mal gleich. Vorher werde ich aber erstmal noch ein paar Extractors bauen, weil 6 Stück sind ein bisschen wenig, falls wir hier oben auf irgendwas... Ach so, hier kamen wir ja her. Ist ein bisschen arg unbeleuchtet hier oben, deswegen habe ich es jetzt halt nicht gesehen. Machen wir den nochmal hier hin. Dann sollte hier auch alles ausgeleuchtet sein. Hier will ich nochmal hoch kurz. Geht's hier weiter? Nee. War nur ein Bug, also so ein Bildbug oder wie man da auch immer sagt. Nicht mit Rentern hinterhergekommen, Schatten nicht weggegangen. Schade. Schade. Klatschen wir hier noch eine Fackel dran und dann ist ja auch alles gut ausgeleuchtet. Da brauchen wir uns hier drinnen, denke ich, keine Gedanken mehr um irgendwelche Monster machen oder so. Außer die laufen irgendwo rein. So, wie geht's jetzt hier weiter? Da oben haben wir noch ein paar Fossilien. Ich weiß gar nicht mehr, was die Fossilien sind, außer Knochen draus zu gewinnen. Ob es da vielleicht noch irgendwas Besonderes gibt. Will ich nochmal hier reingucken. Vielleicht durch ein bisschen Strip-Mining, während das Ding da hinten dabei ist, dass wir doch noch Kohle finden könnten. Oder Obsidian brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Für spätere Sachen, wie zum Beispiel den Teleporter, damit wir dann irgendwann zurück Richtung Startpoint gehen können. So. So. Wir graben uns auch gerade so relativ Richtung unserer Hütte, ne? Wie mir so ein bisschen auffällt. Nein, du kommst da dran. So, dann ist das hier schon mal ein bisschen. Hier noch einer hin. Dann geht das. So kann man das lassen. Und wie weit bist du denn? Ist nicht langsam mal fertig? Doch, gleich ist er fertig. Noch 12 Sekunden. Was machen wir die 12 Sekunden? Danach müssen wir eh nochmal Holz bauen. Wisst ihr was? Ich baue hier einfach noch ein bisschen was von dem Scheiß hier ab. Hauptsache, wir haben was zu tun in der Zeit und müssen nicht die ganze Zeit warten. So. Machen wir hier so einen kleinen Eingang. So. Upsala. Können wir hier nochmal Stein? Ich höre Schritte hier drüben. Warte mal ganz kurz. Dann müsste doch in der Theorie hier hinten nochmal irgendwo eine Kohle angrenzen. Natürlich eine Höhle angrenzen. Aber ich finde keine. Links von mir höre ich die Schritte jetzt, glaube ich. Oder rechts. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ober, über oder unter mir. Was ist das denn für ein Viech? Ach du Scheiße. Wer bist du denn? Ja, hier haben wir ein paar Viecher. Du bist ja süß. Hallo. Hallo. Gleich beißt er mich, kommt er hochgesprungen oder sowas. Oh, ein bisschen ausleuchten. Kommen wir irgendwo dran, ne? Crouchen müssen wir mal. Wenn wir jetzt crouchen, kommen wir denn dann so? Das bringt absolut gar nichts, was ich hier jetzt ausgeleuchtet habe. Naja, dann graben wir uns gleich hier runter. Aber vorher möchte ich... Ach, wir crouchen noch. Vorher möchte ich einfach mal... Hier schon mal Holz drauflegen, damit wir Extractors nachbauen können. Nein, hier war das nicht. Hier war das.
da ein bisschen Holz drauflegen. Und ich glaube, wir brauchen... Ne, warte mal, Holz habe ich gerade gemacht. Stein müssen wir drauflegen. So, Stein. Stone Slabs, zwei Reihen waren das. Und ich glaube, wir brauchen dann auch nochmal Fackeln so langsam. Wie sieht's aus? Naja, 34 Fackeln haben wir noch. Das reicht für da unten den Raum. Dann baue ich jetzt hier ein kleines Treppchen, damit wir da runterkommen. Und dann müssen wir da vorne halt mal ein paar Viecher wegschnitzeln. Dann wird es vielleicht nicht gar so langweilig. Hier ist natürlich alles Limestone. Da kann ich jetzt auch nicht auf das andere Ding wechseln. Schade eigentlich. Das hätte ich natürlich jetzt auch gerne gemacht, auf diese alte Energiezelle zu wechseln, die wir vorher hatten. Um die hier ein bisschen zu schonen. Da die ja nun mal ein bisschen größer ist. So, wie sieht's denn hier aus? Da sind wir doch schon mal ein Stück näher. Und ich werde schon erwartet. Ich soll als Mittagessen dienen. Was ist das denn? Ich kenne die Viecher gar nicht. Also so eine kleine Legende wäre hier nicht schlecht, wo die Viecher mal beschrieben werden würden. Komme ich hier dran, ne? Hm. Wenn ich den jetzt rausnehme, kommt die hier hoch, oder? Fuck, 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 fuck. Ach du Scheiße, was hält er denn aus? Wir sind tot. Alter, was sind das für Viecher? Hilfe. Mama. Weiß noch jemand, wo die Höhle war? Scheiße. Was sind das für Viecher? Was halten die denn bitte aus? Hilfe. Ja, unsere Rüstung, die müsste jetzt im Eimer sein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir was verloren haben. Naja, das Zeug haben wir immer noch bei uns. Wir sind im Haus, also wir sind auf dem Spawner gelandet. Ach du Scheiße, was waren das denn für Viecher? Ach, okay, die Hülle finden wir auf jeden Fall anhand des Totenkopfes wieder. Aber unsere Rüstung ist jetzt im Eimer. Wir haben nichts mehr im Inventory. Ach genau, das Inventory ist jetzt... Das ist ja jetzt komplett in der Höhle. Ach du Scheiße. Fuck. Ich krieg die Viecher so nicht platt. Immerhin haben wir die eine Mütze noch an. Ja, hätte ich die Rüstung mal hier gelassen, ne? Was sieht hier ein Ohr, das Zeug? Pff. Haben wir vielleicht noch ein bisschen... Komm, wisst ihr was? Ich probiere es einfach nochmal. Ich renne da jetzt einfach wieder hin. Wenn wir nochmal sterben, wir haben ja jetzt nichts zu verlieren. Also jetzt gerade zumindest nicht. Das, was wir also auf der Leiste hatten, haben wir noch. Was wir angelegt und auf der Leiste haben, haben wir noch. Den Rest nicht mehr. Das kann man vielleicht zum Vorteil nutzen, um irgendwelche wertvollen Sachen, ja, um irgendwas Wertvolleres in Sicherheit zu halten, könnte man das vielleicht so als eine Art Bug nutzen? Ich weiß jetzt nicht, kann man das vielleicht als Bug nutzen? Fackeln haben wir auf jeden Fall noch so. Und die Pilze sollte ich auf jeden Fall mal auf... wow. Da können wir dann auch nochmal rein, aber wir müssen, glaube ich, noch weiterlaufen. Ne, ja. Wir müssen definitiv noch weiterlaufen. Kondition haben wir jetzt natürlich wieder gar keine. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt mal die 2 drücke? War das so? Nein. F? Nein, wie war das hier... Wie waren das benutzen hier? Ich kann die Pilze nicht... Ich kann die Pilze nicht essen. Was soll das denn? Ach du Scheiße. Leute, ich habe gerade gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich kann die Pilze nicht essen. Kann ich den da essen? Kann ich den so essen? Hä? Warum kann ich den nicht essen? Aber den hier, ne? Ja, den kann ich setzen. Was soll das denn? Warum kann ich... Haben die das vielleicht gepatcht, dass man die Pilze nicht mehr essen kann? Dass man sich wirklich Tränke machen muss? Boah, wie übel ist das denn für Einsteiger? Ja, da sind wir jetzt das erste Mal gestorben. Unsere erste Höhlentour und wir sind gestorben. Natürlich sind wir gestorben. Aber den nehme ich trotzdem mal mit, weil wenn ich mir Zaubertränke davon machen muss, dann brauchen wir auf jeden Fall Pilze. Den nehme ich dann auf jeden Fall auch schon mal mit. So, wir sind jetzt hier ganz nah. Das muss hier irgendwo sein. Wir laufen um unseren Todespunkt drumherum. Jetzt ist die Frage, wo ist der Eingang? Da ist so ein Hühnchen. Terrorhuhn. Terrorhuhn des Todes. Warum haben wir nochmal rote Pilze? Die ignoriere ich gerade mal. Ich möchte meine Leiche finden. Aber die braunen hier ignoriere ich mal nicht, weil die schon auf dem Weg liegen. Verdammt. Ich höre etwas unter uns.
Aber wo ist der Eingang? Nein, ich will hier... Ach, jetzt kann man auch wieder essen, genau. Man kann ja nur essen, wenn man Schaden bekommt. Da war ja was. Okay, dann hat sich das erledigt. Das war dann doch kein Patch. Also wenn man Schaden genommen hat, kann man ja nur essen. So war das ja, glaube ich. Wo ist hier der Eingang? War das der hier gegenüber an dem See? Hier war doch irgendwo gerade ein Eingang, oder? Halt, das ist das Ding. Dann müsste es doch da hinter dem Hügel sein, oder? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Die Viecher, die müssten jetzt unter uns sein. Hier an der Stelle, oder? Ja, hier sind die Viecher unter uns. Dann ist entweder das der Eingang oder hier ist ein Eingang. Müssen wir mal gucken. Hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Gott, wenn wir jetzt nochmal sterben, werde ich den Eingang... Da sind Fackeln, hier ist der Eingang. Die Frage ist gerade, wie kriege ich die Viecher jetzt da unten weg? So ganz ohne Rüstung und... ohne zu sterben vor allen Dingen. Da sind sie schon, da haben sie schon die Spur aufgenommen. So, das erste Viech ist down. Vor allen Dingen, was die Viecher hier aushalten, trotz dass ich die... So ein Viech schon wieder. Geh weg. Ich will dich nicht. Nein, ich will dich nicht heiraten. Obwohl, der hat ja schon ein bisschen was abbekommen. Boah. Obsidian Sword ist langsam lediert. Was ist das denn? Miruai. Hunted. Hä? Achso, ja. Klar, wir haben es durch Jagd erhalten. Was ist denn ein Miruai-Auge? Also, das Vieh heißt Miru. Für was ist das? Da haben wir jetzt so ein Ding. Entschuldigung, mein Hals ist ein bisschen zu. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gehört. Und wenn man es gehört hat, dann schneide es halt raus oder... Ach, mal gucken. Komm, stirb! Werd ein Beutel, los! Unser Heiltrank. Geh weg, geh weg, geh bloß weg, du Viech. Ich hab Angst vor dir. Geh weg. Bitte, bitte, bitte. Ja, da haben wir Ich hab einen Glowing Mushroom. Juhu. Da haben wir wahrscheinlich gerade, wie wir unten waren, jeden Eimer getroffen, aber das Obsidian-Schwert war doch mal besser. So, hier ist unsere Urne. Gleich mal alles taken. Und hoffen, dass jetzt nichts kommt in der Zeit, wie ich das Zeug... Ach, das Zeug haben wir jetzt automatisch angelegt. Ach, ist das geil. So, alles mal mitnehmen. Collect all. Hahaha. Da konnte das jetzt nämlich immerhin schon mal fertig werden. Und hier draus bauen wir uns Extractors. Das habe ich ja, glaube ich, vorgehabt mit dem Zeug, ne? Tut mir leid, ich bin gerade so ein bisschen neben mir. Nach diesem Kampf gerade, nach diesem epischen Sterben. Okay, ist aber gut zu wissen, dass das Zeug hier bleibt. Also, dass sich dann hier so eine Urne oder was das war bildet. Und das Zeug dann da drinnen bleibt. Hier können wir Heiltränke machen. Keine Ahnung, was das alles ist. Dried Leafy Leaf, keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Cactus Flower, hallo? Dust Evil Dust, was? Ich habe keine Ahnung. Druckhorn, was sind das für Viecher? Blue Flower, haben wir natürlich nicht. Ach, leck mich doch an die Füße. Boah, ich nehme ich... den nehme ich wieder mit. Ist hier noch was? Ach, die sind noch hier drin, okay. So. Dann nehme ich den ganzen Mist hier mal mit. Und da wir hier unten ein bisschen ausgeleuchtet haben... Was war das denn? Ich habe hier gerade irgendwas Gelbes gesehen. Hallo? Vielleicht, weil ich zu weit weg war oder so. Keine Ahnung. Viecher sind hier unten auf jeden Fall gerade... Ich sehe zumindest keine. Also wage ich mich mal hier in die Höhle des Löwen und leuchte auch ein bisschen aus. Das könnte Kohle sein. Kohle oder Obsidian, wir brauchen beides. Sind aber gezielt auf Kohlejagd. Und dann werde ich hier mal so ein bisschen ausleuchten und... Warum war da gerade... Ach so, wenn ich aus den Grün ins Rot gehe, ist es ganz kurz gelblich. Aber kann ich dann trotzdem nicht nehmen. So, das ist Kohle. Hier ein bisschen ausleuchten, damit hier bloß nicht wieder solche Viecher spawnen. Hilfe! Was gehört? Wie will hier die sein? Ich will hier weg! Hilfe! Was ist das? Magnetite. Okay, die können wir einfach so abbauen. Da oben geht's auch nochmal weiter. Was ist das denn hier bitte für eine Höhle? Hier haben wir nochmal Bedrock. Bedrock haben wir, denke ich, erstmal genug. Die Kiste.
TNT-Hammer? Stone Stairs? Ja, gut, Stone Stairs. Nee, können wir eigentlich gar nichts so wirklich mit anfangen momentan. Die Stun-Bomb, die wir da gerade haben. Ich glaube, die brauchen wir gerade noch nicht mal so sehr. Was? Die Stun-Bomb brauchen wir jetzt nicht so sehr? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Die hätten wir eben gebrauchen können, wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß es allerdings nicht. Hier am Obsidian-Ohr, das nehmen wir auch mal mit. Und den Rest, hier war doch irgendwo Kohle. Da haben wir Kohle. Hier hinten auch nochmal Kohle, oder? Boah, ich trau mich hier kaum. Was haben wir hier? Stone, Stone, Stone. Scheiß auf Stone. Stones haben wir wirklich genug erstmal. Stones können wir scheißen, bis wir sie mal wieder brauchen. Dahinter, wir haben keine Stones mehr. Magnetit? Für was brauchten wir doch mal Magnetit? Ich weiß es nicht mehr. Für irgendwas war der auf jeden Fall wichtig. Ich nehme den doch mal mit. Brauchten wir den für den Teleporter?